We know you're excited to move into Dreamlight Valley. Before you can join your Disney and Pixar friends, you'll need to create your avatar with our Avatar Designer tool to get a taste of what awaits. Design your avatar and express your style with hundreds of clothing items inspired by Disney and Pixar worlds. You can even create your own designs with the Touch of Magic tool. But wait, you're not ready to leave yet. It would be a shame not to capture this moment. Each photo taken in this experience can be saved and shared via QR code. Get ready to start collecting your Dreamlight memories with your Disney and Pixar friends. Your finished avatar can be ported to the full game on PC or console, along with receiving an exclusive jersey. From exploring new mysterious worlds to forging new friendships, there are tons of adventures awaiting you in the valley. Until then, enjoy this experience and don't forget to share your creations. Choose your Founders Pack Edition now to be one of the first to experience the game. Disney Dreamlight Valley releases in early access on September 6th. Pre-order now at DisneyDreamlightValley.com. Okay, mache ich dann vielleicht irgendwann. Aber zuerst erstelle ich mir meinen Charakter. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTuber, der meint, er muss diesen Geschmack hier mal spielen. Und das bin ich, hallo! Weil das Ding ist momentan noch für 30 Euro im Early Access, aber irgendwann im Laufe des Jahres 2023 wird es vermutlich Free-to-Play sein. Aber ich habe unfassbar viel Gutes von diesem Spiel gehört und es ist anscheinend sowas von gerade in Trends und macht sowas von süchtig, da schmeiße ich mich doch einfach mal rein. Zuerst muss ich meinen Charakter erstellen. Ich finde, der spricht mich eigentlich ziemlich an. Irgendwie schon. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mädels von 15 Leuten. Ist mega cool, wenn ich hier so den Charakter drehe, dass die Haare sich ein bisschen mit wackeln. Das ist schon cool. So, aber ich bin jetzt erstmal der hier, der kleine Hübsche. Ja, ja, der bin ich. Ja, ja. Wunderprächtig, das bin ich. Okay, ready. Body Shape. Alter, ich habe eine richtig gute Wanzen, ey. Kann ich da genau drauf zoomen? Oh ja, guck mal. Da ist... Wunderprächtig. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schön mache oder extra richtig hässlich. Kann man sich überhaupt richtig hässlich machen? Bestimmt, oder? Aber ich bin erstmal, ja, bin erstmal so. Kann ich mich auch richtig dünn machen? Ich kann mir richtig dicke Schultern verpassen. Das bin ich. Alter, ich bin so ein richtiger Knochenmensch. Also das bin ich halt wirklich tatsächlich in echt, ne? Deswegen passt's. So, ich habe richtig wundertolle Augen. Und zwar grüne. Aber nicht die, sondern ich mache mal ein bisschen dunkler. Ja, das ist toll. Augen habe ich so richtig fette... Richtige Klubschieß. Hallo, ich tauche nicht gerade an. Eigentlich waren die ersten tatsächlich die besten. Oder ich bin richtig schläfrig, dass ich einfach wirklich nur 2 Stunden gepennt habe und gerade diese Aufnahme mache. Augenbrauen. Warte, ich mach mal kurz ein Selfie von mir und guck's mir an. Oder ich mache einmal die Selfie-Kamera an. Okay, ich habe tatsächlich ein bisschen dickere Augenbrauen. Kann man sich selber da ins Gesicht reinpacken? Ins Gesicht reinpacken auch sehr gut. Ins Spiel? Weil da hätte ich eine richtig coole Frise. Ich glaube, ich lasse die Augenbrauen auch mal so standardmäßig. Ah, das ist gut, das gefällt mir. Das ist richtig gut, ey. Also ich lasse ihn jetzt mal so, weil er sieht so mega lustig aus. Okay, dann kommt die Nase. Perfekt. Ich bin erstmal ein kleines süßes Schweinchen. Die ist schön. Oh, die ist richtig... Okay, schon ein bisschen zu streng aus. Kann ich ein bisschen mehr hier rüber ranzoomen? Ja, jetzt bin ich richtig schön zentral. Das ist gut. Die Nase sieht richtig hübsch aus. Aber das bin ich leider nicht. Das ist... Nö. Das ist eine gute Nase, aber ich habe keine spitze Nase. Das ist die größte Schwanznase, die ich jetzt in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die ist schön, die gefällt mir, die ist richtig schön. Mund. Ich brauche definitiv Lippenstift, aber erstmal schwarz. Bah, es sieht so eklig aus. Ich kann meine Lippenfarbe ändern, was war das zuvor? Ich glaube, ich habe es jetzt komplett kaputt gemacht. Da, Undo, ja, das... Da, da. Hallo. Okay, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe es echt kaputt gemacht. Was ist denn das da? Sieht das jetzt normal aus? Ich weiß. Undo All, aber dann ist doch alles weg. Are you sure to want Undo? Nein! Ich möchte nur das. Ja, dann halt nicht. Das fällt doch keinem auf, oder? Oder? Das fällt verdammt nochmal jedem auf! Oh ja, ich kann es wenigstens ausschalten, das ist gut. Kennt ihr diese Mädels? Kein Vorwurf an die, aber kennt ihr die, die irgendwie versucht haben, ihre Lippen dicker zu machen? Genauso schaut das aus. Wenn ich die küssen würde, ich hätte Angst, dass sie mich auffrisst. Weil das ist ja nicht mehr normal. Also wenn das andersrum wäre, ne? Dass jetzt nicht, dass hier jetzt keine Kurve nach oben wäre, sondern nach unten. Dass er so richtig schön kichert. Das wäre toll. Dann nehme ich den, das ist schön. Lipstick brauche ich auch nicht. Zumindest jetzt nicht mehr. Das ist schön, das ist richtig cool. Das gefällt mir, jawohl. Jetzt kommt der Haarstyle. Da bin ich richtig drauf gespannt. Komm mal runter, Junge, sonst verpasse ich dir gleich die Frisur hier. Ob du da immer noch so
Ja, du freust dich immer noch so richtig bescheuert. Naja, machst ja nix, ne? Welche Frisur finde ich denn cool? Die da. Nein, die hatte ich zuvor. Die da. Die ist tatsächlich echt cool. Aber gibt bestimmt auch ein paar mehr. Wieso gibt's die am meisten? Da! Oh, die ist richtig, richtig cool. Yeah. Kann ich die Farbe... Ja, da kann ich die Farbe noch ändern. Ja, das sieht richtig cool aus. Dann wäre ich jetzt ready. Oh, jetzt kann ich mich auch noch anziehen. Ein Hut. Perfekt. Aber ich nehme eher... Oh ja, Zylinder ist cool, aber ich würde gerne sehen... Also, die Leute sollen sehen, was für eine coole Friese ich habe. Der ist schon cool, ne? Aber ich hätte ihn gerne noch cooler. Perfekt. Oh ja, ja, perfekt zu Pirates. Ja, das mache ich. Das ist cool. Das mache ich. Okay. Ne, brauche ich nicht. Oh, brauche ich auch nicht. Schmuck. Ja, ich bin ein Hund, Alter. Habe erstmal eine Halskette. Das ist krass. Obwohl es ja nicht meine Halskette, sondern dann ein Halsband. Das ist mega sick. Gibt's hier noch... Oh ja, Alter, ich bin Majestät. Gibt's Majestät im männlichen? Ja, doch schon so, ne? Majestät, ja. Habe ich auch Kopfhörer? Ja, weil ich bin geiler DJ. Sieht tatsächlich echt cool aus, aber irgendwie auch bescheuert. Deswegen tue ich die wieder weg. Ich schaue einfach richtig bescheuert da drin aus. Aber das ist ja gar nicht mal so schlimm. Ja, ich hätte es aber gern länger. Ich mag es richtig schön im Überzieher. Vor allem jetzt im Winter. Mit Pulli ist mega, mega cool. Oder ein Anzug. Ja. Und in Rot. Ja. Oder wenn dann... Na, ich mache schon Rot. Rot ist cool. Ja, ja. Oh, Rücken. Ja, wie cool ist das denn? Aber gibt es auch Flügel? Ein Boopeep Shepherd's Croc. Ich glaube, das ist die von Toy Story, oder? Aber ich hätte gern Flügel. Weil die hat da auch Flügel. Guck da. Nein. Nein. Das ist doch sick. Das ist cool. Ja, der gefällt dem Jungen auch. Perfekt. Ja. Perfekt. Ich laufe erstmal in High Heels rum. Aber nein, ich nehme die da. Gibt es irgendwie noch coolere Schuhe? Nö. Das sind, glaube ich, die coolsten Schuhe, die sie haben. Zumindest männliche. Okay, da muss ich wohl mit denen leben. Kurzhose brauche ich nicht. Ja, ich brauche ein Kleid. Mega. Tatsächlich würde mir das hier mehr gefallen als das da, ne? Weil ich mag irgendwie keine Ärmelkleids tatsächlich, ne? Aber irgendwie ist es hier dann wieder doch zu kurz. So, erstmal kurz alles zurück. Wunderprächtig. Ich bin... Darby. So. Ready. Time to prepare today's menu. Oh, ich kann ein Foto machen. Geil. Aha. Oh, hi. Hi, na. Wer bist denn du? Du bist der Remy. Aha. Aha. Ja, lach mich halt aus. Ist okay. Ich weiß, ich schaue bescheuert aus, aber du schaust nicht besser aus. Ich habe zwei Posen. Junge, jetzt komm mal auf deinen Drogen klar, Alter, Bro. Kann ich mich drehen? Move Kamera. Aha. Also ja, ich kann mich drehen, aber ich kann mich nicht so drehen, wie ich gerne würde. So. So ist gut, oder? Remy, du sollst nicht mit aufs Bild. Hör auf! Remy. Dieser fette Sack. So, ich mach gerne hier, so zum Fernsehen, ja. So von oben. Oder so von unten. Ja, von unten, weiter unten geht nicht, okay. Ja, fällt es überhaupt auf, wie ich grinse? Oh ja, das ist, ich bin der hier. Ja, geiler Typ. Ja, quält ihn, ne? Kleine Ratte. Warte, ich möchte ihn verstecken, der soll nicht auf dem Bild sein. Der geht immer aufs Bild. Ja, gut, mach mal so. Ey, bleib da, genau. Aber warte, Fernseher, genau. Ich bin so ein richtiger Suchti. Ja, quält ihm, ne? Warte, ich mal so. Und jetzt hat, genau, habe ich bestimmt einen Screen davon gemacht. Oh ja, guck mal, ich bin ein Aufzug. Oh, dann kann ich so machen, das ist super. Und dann, ja, gefällt mir das so, ne? Scan the QR-Code to save it in your device. Share your photo using hashtag, okay. Ja, perfekt, ich habe ein Bild gemacht, das seht ihr gerade nicht. Und das ist der QR-Code. Den kann ich jetzt teilen, könnt ihr jetzt machen, ne? Könnt ihr gerne gucken und dann seht ihr mein super tolles Bild. Und das war's. Das ist schon mal ganz cool. Das ist, glaube ich, einfach nur der Fotomodus, ne? Avatar-Code. Aha, ich kann ja noch mehr machen. Das mache ich jetzt mal. Ja, genau. Das grete ich jetzt. Ja. Ich muss kann ich warte ganz kurz. Ich möchte die Musik leiser machen, bitte. Ja, jetzt halt deinen Mull, bitte. Oh, ist das schön. Ja. Ja, ja, ja. Gut, dann gehe ich zurück zu Avatar Code. Show Avatar. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zu... Ich war hier doch. Ready for your full experience in Disney Dreamlight Valley? Ja. Achso. Okay. Ja, dann geh wieder weg. Wo war ich denn jetzt? Bin ich doof? Galerie? Keine Ahnung, wo ich war. Aber da hat es die Folge jetzt auch schon 20 Minuten angehört. Geht, würde ich sagen, das war's. Ich glaube, ich kaufe mir das Spiel zu 90%, weil es einfach mega, mega cool ausguckt. Und ich freue mich drauf.
Vielleicht kommt die Folge dann gleich morgen. Mal gucken. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Aber das war es erstmal bis hierhin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, super tollen Disney-Tag. Und auch von mir, adios, amigos. Tschüssi.